Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Woche mit Büchern, Kalenderwoche 8, also die letzte Woche, die bis Sonntag, den ja, 24. ging. Und ich habe 5 Bücher geschafft, ich habe 2 Bücher gehört und 3 Bücher gelesen und wird auch direkt anfangen. Wundert euch nicht über meine Haare, die machen heute was sie wollen, aber nicht das, was ich will. Die fliegen total und ja, müsst ihr einfach drüber weggucken. Womit fange ich denn an? Am besten mit dem, was am längsten her ist. Und das war nämlich das Beenden von Die Frauen vom Löwenhof Solveigs Geheimnis, Versprechen. Das ist der dritte Teil und abschließende Teil der Löwenhof-Trilogie von Corinna Buhmann. Und ich mochte die Trilogie ja wahnsinnig gerne. Am besten hat mir noch der erste Teil Agnetas Erbe gefallen. Und ja, diesen fand ich, wenn man das so sagen kann, am schwächsten. Die anderen beiden haben beide 5 Sterne von mir bekommen. Dieses hat jetzt 4 Sterne bekommen. Nichtsdestotrotz natürlich lesenswert, weil man ja auch wissen möchte, wie es mit den Beteiligten so weitergeht. Aber wie gesagt, halt nicht mehr ganz so historisch auch wie die anderen Teile. Hier geht es nämlich um Solveig. Solveig ist die, ja, sozusagen Enkelin von Agnetha und die Tochter von Mathilda. Mathilda ist ja die aus dem zweiten Band. Und ja, sie hat sich gerade mit ihrem Freund verlobt, Solveig, und ist auf dem Weg nach Hause, um ihren Eltern das mitzuteilen, das freudige Ereignis. Leider kommt es da nicht zu, denn Solveig und ihr Freund haben einen schweren Unfall und sie findet sich im Krankenhaus wieder. Wie das Ganze so weitergeht, da möchte ich gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall ist es so, dass für sie nach dem Unfall nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und es wird halt so ein bisschen erzählt über Solveig, wie sie sich zurück ins Leben kämpft und was ihr noch so passiert. Und ja, mehr möchte ich da jetzt gar nicht zu sagen. Das Buch sieht auch gar nicht so dick aus wie das erste. Es hat aber auch, ich glaube, 688 Seiten. Aber es ließ sich wieder sehr flüssig lesen. Wie gesagt, 4 Sterne von mir. Dann habe ich ein ganz tolles Buch gehört und ja, hat mir eigentlich genauso gut gefallen wie der erste Teil. Und zwar aus der, wie nennt sich die Trilogie eigentlich? Weiß ich gar nicht. Rosentrilogie, glaube ich, ne? Von Jennifer Donnelly, Die Winterrose. Das gehörte ja zu meinem Subbuch des Monats. Und ich habe mich fürs Hören entschieden und fand es wieder ganz, ganz toll. Es ging hier um India, 1900 in London. Ja, sie ist Ärztin, hat sich, ja, mehr oder weniger sich damit ihre Karriere selbst aufgebaut, was zu frühen Zeiten ja für Frauen noch nicht so gang und gäbe war. Und sie trifft aber, da sie in einem Armenviertel arbeitet, trifft sie dort schnell auf den Gangsterboss Sid Malone und verliebt sich auch Hals über Kopf in ihn. Ja, man begleitet eigentlich India einige Jahre in ihrer Eigenschaft als Ärztin, wie ihr Leben weiter verläuft, wie Sids Leben weiter verläuft. Und was ich toll fand, man hat auch wieder Kontakt zu, ach Mann, ich und Namen, das ist so echt schlimm. Wie hieß denn noch die Protagonistin aus dem ersten? Auf jeden Fall, oh, meint ihr, ich komme da jetzt drauf? Ihr sitzt jetzt bestimmt wieder vorm Handy oder Laptop oder Fernseher und würdet mir am liebsten sagen, wie sie hieß. Ich hab's auch auf der Zunge, aber oh, wie hieß sie denn noch?
Er hieß auf jeden Fall Joe. Aber meint ihr, ich kriege das jetzt hin? Nee, leider nicht. Ich komme jetzt nicht drauf. Leider, leider, leider. Mir liegt es auf der Zunge. Nee, tut mir leid. Auf jeden Fall, ja, begleitet man India und hat halt auch wieder Kontakt zu den anderen Protagonisten, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, weil es einfach, ich muss sagen, ich würde sagen, diese Rosentrilogie, die zeichnet sich wirklich durch die Charaktere aus. Ich hätte nach Die Teerose gar nicht gedacht, dass das der Autorin nochmal gelingt. Aber India und Sid Malone waren einfach so toll. Und von daher auch absolute 5 Sterne von mir. Ich bin ja eine der letzten wahrscheinlich, die diese Trilogie liest. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und man merkt auch gar nicht, dass das Buch schon ein paar Jahre alt ist. Dann habe ich Someone You von Laura Kneidel gehört. Dieses Schätzchen hier. Und ist im Lux Verlag erschienen für 12,90 Euro. Und da wird ja heiß diskutiert um dieses Buch. Und ich muss sagen, das Cover gefällt mir richtig gut. Und wenn man später dann weiß, um welche Thematik es sich eigentlich handelt, passt es auch sehr gut. Man lernt hier Mika kennen. Sie heißt eigentlich... Vielleicht total witzig. Die Mutter nennt sie nämlich immer bei diesem kompletten Namen. Und oh, die Mutter war sowieso so schlimm. Michaela, glaube ich. Auf jeden Fall geht es hier um Mika. Sie kommt aus gutem Hause. Die Eltern sind beide Anwälte, wollen natürlich auch, dass ihre Tochter die Kanzlei später übernimmt. Und sie trifft auf einer der gesellschaftlichen Partys ihre Eltern auf Julian. Julian ist dort Kellner. Er führt ein komplett anderes Leben. Er muss für jeden Euro selbst arbeiten, um sich sein Leben und sein Studium zu finanzieren. Und ja, da kommt es dann aber zu einer blöden Situation, woraufhin Mikas Mutter ihn entlässt als Kellner. Und Mika hat noch Wochen später ein schlechtes Gewissen. Und ja, dann geht ihr Studium los. Sie möchte, obwohl ihr alle Möglichkeiten offen stehen, möchte sie gerne in ihrem Heimatort studieren. Die Eltern hätten es natürlich lieber gesehen, wenn sie nach Jail gegangen wäre. Das wollte sie aber nicht, denn ihre Eltern haben ihren Bruder gerade verstoßen. Und warum, müsst ihr selbst lesen. Und sie möchte einfach in der Nähe bleiben, falls sie ihn doch mal wiederfinden. Ja, sie sucht halt immer noch nach ihm. Möchte einfach ihn wieder in ihr Leben haben. Und ja, sie zieht dann in die Eigentumswohnung, die ihre Eltern für sie gekauft haben, denn ihr Vater hält nichts von Miete. Und stellt dann halt fest, dass dieser Julian ihr Wohnungsnachbar ist. Und er scheint irgendwie ein großes Geheimnis zu verbergen. Und mehr möchte ich hier zum Inhalt auch gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich fand diese Liebesgeschichte sehr schön. Die Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Die eigentliche Thematik kommt erst ganz zum Schluss auf. Habe ich auch noch nie drüber gelesen. Wäre ich auch nie im Leben drauf gekommen, dass es darum geht. Deswegen sage ich da jetzt auch nicht mehr zu. Aber es ist schon wichtig, dass das mal aufgegriffen wird in der heutigen Zeit. Und das Ganze hat 4 Sterne von mir bekommen. So, dann habe ich ein Buch gelesen, wovon ich ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht war. Es fing gut an und ja, Längen über Längen kamen dann für mich. Von Claire McIntosh, Deine letzte Lüge, ist im Bastel-Lübbe Verlag für 11 Euro erschienen. Und hier geht es um Anna. Sie leidet sehr stark darunter, dass ihre Eltern sich im Abstand, ich glaube von 7 Monaten, beide das Leben genommen haben. Und ja, als
Anna sich dann in Therapie begibt, ja, wie soll ich es sagen, entwickelt sich zwischen ihr und ihrem Psychologen mehr. Und jetzt ist es halt so, ein Jahr nach dem Tod der Mutter hat sie schon ein Baby mit ihm. Und sie ist absolut unglücklich, weil sie einfach nicht darüber hinwegkommt, dass ihre Eltern sich umgebracht haben. Und am Jahrestag des ersten Todes, ja, wie nennt man das? Am ersten, als sich der Todestag der Mutter das erste Mal jährt, bekommt sie komische Nachrichten. Und sie beginnt zu zweifeln, ob das wirklich ein Selbstmord war oder nicht. Und ich muss sagen, die Geschichte selbst fand ich ja total interessant. Für mich war es natürlich ein bisschen schwierig. Meine Eltern sind ja schon beide tot und auch innerhalb kürzester Zeit hintereinander gestorben. Und bei meinen war es aber ja Krebs. Und ich hatte das halt so manchmal im Buch, dass ich gedacht habe, ach, wäre das toll, wenn das auch, wenn man sich hier auch mal die Frage stellen könnte, war das überhaupt so? Sind sie wirklich gestorben? Das war so mein Gedanke dabei. Und bloß bei mir ist es ja halt leider sicher, dass es so ist. ja, auf jeden Fall, die Geschichte an sich fand ich ganz toll, aber es hatte so viele Längen und ja, ich habe mich da wirklich so ein bisschen durchgequält. Deswegen hat das Ganze auch nur 3,5 Sterne bekommen. Ganz zum Ende wurde es auch sehr verwirrend, weil sich dann nochmal alles wieder umgestellt hat. Und ja, also es gibt Bücher von Claire McIntosh, die mir besser gefallen haben. Aber das Ganze hat jetzt 3,5 Sterne von mir bekommen, weil ich halt die Geschichte an sich eigentlich total interessant fand. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von Sarah Vaughan, Anatomie eines Skandals. Ist auch im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und zwar für 15 Euro. Und hier muss ich sagen, das Buch konnte mich von Anfang bis Ende einfach total fesseln. Es geht hier um Sophie. Sie ist glücklich verheiratet mit dem charismatischen Politiker James Whitehouse. Und also auch wirklich ohne Probleme, auch... Also in der Ehe ist wirklich alles bestens, bis sie dann erfährt, dass ihr Mann mit seiner, ich weiß gar nicht, was das war, Praktikantin oder Mitarbeiterin, eine Affäre hatte. Und da bricht für sie natürlich eine Welt zusammen. Und die Presse stürzt sich da natürlich drauf. Und viel, viel schlimmer kommt es dann noch für Sophie, als sie erfährt, dass diese Geliebte ihn jetzt der Vergewaltigung anklagt. Es ist natürlich noch schlimmer, als einfach betrogen zu werden, wenn dann auch noch das mit Gewalt geschehen sein soll. Und es kommt hier ganz oft zu Wort, die, ich weiß gar nicht, die Richterin war es nicht, ich glaube die Staatsanwältin. Und, oder Bezirksanwältin hieß das da. Und ja, die kommt immer zu Wort und Sophie kommt zu Wort. Ab und zu kommt James auch noch zu Wort. Und das war einfach total interessant. Auch diesen ganzen Gerichtsprozess mitzuerleben. Da gab es dann auch am Schluss noch überraschende Wendungen. Und nichts ist, wie es scheint. Und ja, das war einfach total interessant. Es hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Kann ich euch absolut empfehlen. Hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Als Untertitel ist auch, du willst deinen Ehemann glauben, sie will ihn zerstören. Und ja, also eine absolute Leseempfehlung. Ist so ein richtig schöner Psychothriller und kann ich euch nur empfehlen. Ja. Was euch auf jeden Fall nächste Woche erwarten wird, denn die Bücher werde ich heute oder morgen beide beenden. Zum einen Die ewigen Toten von Simon Beckett und als Hörbuch Einer wird sterben oder ja, Einer wird sterben von Wiebke Lorenz. Gefällt mir beides bisher sehr gut, mehr möchte ich da jetzt gar nicht zu verraten. Ja, das war's von mir. Ich freue mich wieder wahnsinnig über eure Kommentare, über Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich
sehr über neue Abonnenten. Wenn ihr meinen Kanal gerade entdeckt habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ja, das war's von mir für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!